Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir den Diskurs zu dieser Kulturbotschaft eröffnen. Vielen Dank. Ihr habt schon das gemacht, wovon ich jetzt ein bisschen sprechen werde. Sehr geehrte Damen und Herren National- und Ständerätinnen und Räte, sehr geehrte Künstlerinnen und Künstler, sehr geehrtes Publikum. In letzter Zeit wird viel über den Nutzen der Künste gesprochen, über ihren ökonomischen Wert, vor allem aber auch über das integrative Potenzial von Kunst und Kultur für unser aller Zusammenleben in einem Land, dessen Bevölkerung nicht nur wächst, sondern deren Zusammensetzung sich fundamental verändert hat und weiter verändern wird. Dazu passt, dass sich der Kulturbegriff in den letzten 40 Jahren ständig erweitert hat. Ruft man sich etwa ins Gedächtnis, dass noch in den 70er Jahren weder Rock noch Jazzmusik als förderungswürdig galten, geschweige denn die sogenannte Jugendkultur, während heutzutage all das und viel mehr selbstverständlich von Städten, Kantonen und Gemeinden unterstützt wird. Dazu werden ständig neue Felder erschlossen, wie zum Beispiel die Entwicklung künstlerisch wertvoller Computergames, weil diese die Welt- und Selbstwahrnehmung vieler, nicht nur junger Menschen, entscheidend prägen. Die vorliegende Kulturbotschaft erklärt denn auch die kulturelle Vielfalt sowie den Zugang zu Kunst und Kultur als prioritäre Aufgaben einer nationalen Kulturförderung. Um es mit Pius Knüssel zu resümieren, 40 Jahre Kulturförderung haben die Zahl der Kulturproduzenten vervielfacht, die Subventionen verdreifacht und Kultur allgegenwärtig gemacht. Also alles in Butter. Ja und nein. Wenn die Swisskultur hier vehement dafür plädiert, dass für mehr kulturelle Aufgaben, die das Parlament teilweise gegen den Willen des Bundesrates beschlossen hat, ich nenne hier die außerschulische Förderung der musikalischen Bildung, mögliche Versicherungsbeiträge an Kunstmuseen, neu zu schaffende Kunstpreise in allen Sparten, die koordinierte Förderung des künstlerischen Nachwuchses, die digitale Aufrüstung der Kinos, die Entwicklung einer differenzierten Kulturstatistik, Sozialversicherungsbeiträge an Künstler, die Bundesbeiträge an ihr Schaffen erhalten, so tut sie das nicht aus einer Position ängstlicher Verteidigung heraus, sondern aus einer Position der Stärke. Denn entgegen der unermüdlich erneuerten Behauptung von Pius Knüssel hat die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur nicht abgenommen. Sie hat zugenommen. Und das durchaus messbar. Allein in der Stadt Bern zum Beispiel finden neben Theateraufführungen praktisch täglich Lesungen, Konzerte, Kleinkunstabende, Veranstaltungen in Museen und so weiter statt. Und diese Veranstaltungen sind gut bis sehr gut besucht. Es werden nicht weniger Bücher und andere Formen literarischer Texte gelesen, es wird nicht weniger Musik konsumiert, sondern mehr. Wenn auch sehr zu Lasten der Musikindustrie und damit auch zu Lasten der Urheberinnen und Urheber. Wobei sich sowohl die Produktion wie die Konsumation auf mehr künstlerische Produkte verteilt. Eines ist klar, wo ständig mehr Musik, Werke der bildenden Kunst, Bücher, Theaterstücke komponiert, gemalt, geschaffen, geschrieben und inszeniert werden, muss das einzelne Produkt zwangsläufig an Wirkung verlieren. Ja, es gibt sie so nicht mehr. Nationale künstlerische Leitfiguren, wie sie frisch und dürrenmatt waren,
Und das ist nicht nur ein Verlust, sondern auch ein Gewinn. Ein Gewinn an Pluralität, an Mehrstimmigkeit, ein höchst produktives Nebeneinander von Hoch-, Massen-, Nischen-, Migranten-, Laien- und Jugendkultur, um hier nur ein paar mögliche Zuordnungen zu nennen. Dieses Nebeneinander, man mag es auch Fragmentierung nennen, ist ein genaues Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Entwicklung der Kunst aber geht auch klar in Richtung Partizipation. Ich denke da konkret an das Projekt Schulhausromane, an dem ich mich seit einigen Jahren selber aktiv beteilige, wo Autorinnen und Autoren mit leistungsschwachen Schulklassen Romane entwickeln, die im Internet und in Heftform der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, aber auch durch Lesungen in Literaturhäusern. Ich denke an die Begeisterung, mit der Jugendliche, zumeist mit Migrationshintergrund, ihre eigenen Geschichten schreiben, befreit vom Druck, grammatikalisch oder moralisch korrekt sein zu müssen. So erfahren sich die Jugendlichen als Subjekte ihrer eigenen, oft schwierigen Lebensgeschichten, statt wie häufig zuvor als Objekte problematischer Zuschreibungen. Anzufügen ist, dass diese Arbeit auch für die Autorinnen und Autoren enorm inspirierend, spannend und auch herausfordernd ist. Ich denke aber auch an die Lebensweise der Künstlerinnen als Ich-AGs, die sich auch als Managerinnen in eigener Sache begreifen, die nicht mehr scharf unterscheiden zwischen Freizeit und Arbeitszeit, die mal im Auftrag, mal selbstständig arbeiten, sich die künstlerische Arbeit querfinanzieren, indem sie unterrichten, Vermittlungsarbeit betreiben, reine Geldjobs annehmen und so weiter. Diese Lebensweise haben große Bevölkerungsteile längst nolens volens übernommen. Wenn allerdings Pius Knüssel noch einmal dazu sagt, Kunst ist heutzutage ein Modus des Lebens, nicht des Kommunizierens, muss ich ihm dezidiert widersprechen. Ein Kunstwerk ist per Definition öffentlich. Das heißt auch, es will wahrgenommen werden, es stellt sich zur Diskussion. Ich habe noch keinen Künstler, keine Künstlerin getroffen, der oder die sich mit ihrem oder seinem Werk der Dimension der Öffentlichkeit verschließen würde. Im Gegenteil. Hier treffen sich auch Kunst und Politik. Sie gestalten beide den öffentlichen Raum. Der 100. Geburtstag von Max Frisch am 15. Mai nähert sich mit Riesenschritten. Erlauben Sie mir deshalb, allem Vorhergesagten nicht zum Trotz, den vor 20 Jahren verstorbenen Schriftsteller zu zitieren. Es muss noch etwas anderes sein, was über das Machen hinaus zur Veröffentlichung des Gemachten drängt. Etwas ebenso Naives. Bedürfnis nach Kommunikation. Man möchte gehört werden. Man möchte nicht so sehr gefallen, als wissen, wer man ist. Ob dieses Bedürfnis nach Kommunikation sich erfüllt, ist und bleibt unwägbar. Ob nämlich die Dämonen, sagt Frisch in seiner Rede weiter, die mich heimsuchen und die nur gebannt werden können, indem ich sie darzustellen versuche, viele Zeitgenossen heimsuchen oder nur ganz wenige, darüber habe ich keine Wahl. So wenig wie über meine Herkunft. Was er damit sagt, meint nichts anderes, als dass wir keine Wahl haben, zu schreiben, in dem Fall, wie wir schreiben wollen. Wir können einzig der eigenen Bedingtheit folgen. Und dann, wie
wieder Max Frisch, entscheidend fortzufahren. Das Schlimmste aber ist wohl die gleichgültige Öffentlichkeit. Öffentlichkeit aber sei einerseits vom Schriftsteller her gesehen eine Fiktion, andererseits eine Realität, der wir uns durch keine Fiktion entziehen können. An anderer Stelle setzt er sich mit der politischen Dimension von Kunst auseinander. Kunst sei keine Gegenmacht, sondern eine Gegenposition zur Macht. Das Subversive, sagte er 1978 im Gespräch mit dem damaligen Bundesrat Kurt Furkler, bestehe darin, dass die Kunst zweckfrei sei. Rezepte sind von der Kunst nicht zu erwarten. Ist das resignativ als Haltung oder schwingt darin auch eine Hoffnung mit? Die Hoffnung nämlich, die Zweckfreiheit würde die Kunst und die Künstler auch immun machen gegen jegliche Form von Vereinnahmung oder Indienstnahme, denn was zweckfrei ist, nicht zwecklos, verweist letztlich auf das Rätsel unserer Existenz. Es verweist auf das Rätsel des Lebens selbst, das vor Jahrmillionen in Form einfachster Organismen entstanden ist und sich seither ständig weiterentwickelt hat, ohne dass wir zu sagen wüssten, warum, zu welchem Zweck, auch wenn wir gewissen Aspekten des Wie auf die Spur gekommen sind. Ich komme somit auf die zentrale Frage nach dem Nutzen von Kunst und Kultur zurück. Kunst und Kultur gleich, ob wir sie aktiv betreiben oder konsumieren, macht uns nicht zu besseren Menschen. Nicht per se. Vielleicht müsste man hier einfügen, gerade ihre Zwecklosigkeit nach Max Frisch, das heißt ihre Absichtslosigkeit, ihre Überflüssigkeit auch, wenn wir an die sogenannten Grundbedürfnisse des Lebens denken, an Nahrung, Kleidung, Wohnung, Gesundheit, verweist auf die Menschlichkeit, auf das, was den Menschen ausmacht. Dass er nämlich über die Erfüllung seiner Grundbedürfnisse hinaus will und kann. Sie verweist aber eben auch auf das Rätsel des Lebens selbst, von dem wir nicht wissen, warum es entstanden ist und wohin es uns führt. Somit wird aus dem Überfluss ein Überschuss. Es gibt einen menschlichen Überschuss an Sprachvermögen, Denkvermögen, emotionalem Vermögen, das wir vielleicht mit Empathie gleichsetzen könnten, und dieser Überschuss will ausgedrückt werden. Dieser Überschuss resultiert natürlich aus der Distanz, die wir zu unserem Handeln grundsätzlich haben können. Er resultiert aus dem Verhältnis der Wahl zu uns selbst. Die nach Kierkegaard einzige Freiheit des Menschen besteht darin, sich selber zu wählen. Also nicht unbedingt darin, sich selber zu bestimmen, selber zu entscheiden, wer man ist oder sein möchte, sondern ein Verhältnis der Wahl zu sich selber zu finden. Man könnte sogar die These wagen, dieser Überschuss müsse ausgedrückt werden, und wenn er auf spielerische Weise ausgedrückt wird, das heißt im Simulationsraum der Kunst, wird er es nicht in der Realität. Was? Denke ich etwa an urmenschliche Lebensantriebe, zu denen wesentlich auch die Aggression gehört, im Wortsinn ein Zugehen auf den anderen ein eminenter Vorteil sein kann. Sprachen, Religion, Kunst, Politik, Wissenschaft sind Weltzugangsweisen, von denen keine durch eine der anderen ersetzbar ist. Jede dieser Zugangsweisen schafft eigene Erkenntnisse. Ich möchte noch einmal auf Max Frisch zurückkommen, weil er für mich gültig formuliert hat,
was wir als Künstlerinnen und Künstler tun, wenn wir mit unseren jeweiligen Medien arbeiten. Er bezieht sich dabei natürlich auf sein und mein Ausdrucksmittel, die Sprache. Sprache benutzen wir, um transparent zu machen, wie wir die menschliche Existenz erfahren in einer bestimmten historischen Situation. Transparent machen heißt, Kommunikation herstellen mit dem Lebendigen in einem selber. Kunst operiert nicht mit Wahrheit oder Wahrheiten, die sie verkünden würde, sondern mit Wahrnehmung. Kunst kann mit anderen Worten die Aufmerksamkeit schärfen, die Aufmerksamkeit nach innen und nach außen, also die Selbst- und Weltwahrnehmung schärfen, wohl eine der Grundvoraussetzungen für ein besseres, das aber heißt immer menschlicheres Zusammenleben. Ein tauglicher Kulturbegriff müsse, um ein letztes Mal Max Frisch zu zitieren, wie in der Schweiz auch die staatsbürgerlichen Leistungen einschließen. Machen wir uns diesen Wunsch zur Maxime, wenn wir an diesem Nachmittag und darüber hinaus über die Kulturbotschaft diskutieren. Wir sitzen alle in einem Boot. Ich werde nachher noch zu den einzelnen Positionen der Swisskultur, die aufliegen, in Deutsch zumindest, sie werden am Anfang nächster Woche auch französisch auf unserer Website einzusehen sein, kurz eingehen. Dazu brauche ich aber das Blatt, dass ich noch... Ja, merci. Ganz kurz nur, Sie können das ja selber dann durchlesen. Es geht, wie ich schon erwähnt habe, eben darum, dass neue Förderbereiche geschaffen wurden, beschlossen wurden, Beitrag an die berufliche Vorsorge, Artikel 10 dann eben möglich, ein Kann-Artikel, Sammlungen und Netzwerke Dritter, Beiträge an Versicherungsprämien und Förderung der musikalischen Bildung. Durch diese neuen Förderbereiche hat die Swisskultur einen Mehrbedarf errechnet von 48 Millionen Franken pro Jahr. Es ist vollkommen klar, dass das politisch nicht durchzusetzen ist. Dennoch möchten wir vehement darauf hinweisen, dass eben die Proevezia als Förderin des aktuellen Kulturschaffens, dass die Filmförderung insbesondere eben auch durch die Digitalisierung der Kinos und so weiter, durch neue Aufgaben entscheidend, dass ihr Budget entscheidend aufgestockt werden muss, damit sie diese Aufgaben erfüllen kann und damit eben nicht einzelne Bereiche zulasten anderer gefördert werden, während andere dann wegfallen. Es ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht ganz einfach, überhaupt diese Aufgaben, die neuen Aufgaben, den Transfer der Aufgaben zwischen BAK und Proevezia zu rekonstruieren. Ganz klar ist, es steht weniger Geld als bisher zur Verfügung. Dann ein kurze Bemerkung eben zur Statistik und Evaluation. Auch da geht es darum, nicht bei quantitativen Erhebungen stehen zu bleiben, sondern zu versuchen, qualitative Kriterien zu finden. Auch da die Kulturschaffenden, die sich dazu schon ein paar Gedanken gemacht haben, einzubeziehen. Das ist ein wesentlicher Punkt, eine wesentliche Forderung, dass eben diese einzelnen Förderkonzepte mit Einbezug der Künstlerinnen und Künstler erarbeitet werden. Ja, die kulturellen Organisationen, da gibt es neue Regelungen. Es müssen unter Umständen Übergangslösungen gefunden werden für Organisationen, die nicht mehr unterstützt werden.
zur musikalischen Bildung, da gilt es, dass unsere Forderung besteht darin, dass es eben nicht vergeben werden soll an Jugend und Musik, sondern eine unabhängige, vom Bund eingesetzte Kommission damit betraut werden soll. Dann ist vollkommen weggefallen die Verlagsförderung im Bereich Leseförderung angesiedelt, das Projekt Züchse Liefer und Literatur in vielen Arbeitsstunden von vielen Beteiligten ausgearbeitet wurde zwischen der, zwischen dem Entwurf der Kulturbotschaft und der jetzt definitiven Kulturbotschaft fallen gelassen. Dafür sind zusätzlich 4 Millionen einzubringen und ebenso, wie schon erwähnt, dann die Pro Helvetia, damit sie eben nicht nur neue Aufgaben übernehmen kann, sondern auch das bisher Zentrale, nämlich eigentlich die Werkförderung, beibehalten kann in allen Sparten oder spartenübergreifend. Ja, Allgemeines, keine Kürzungen in den einen Bereichen auf Kosten der anderen, Einbezug der Branchenverbände bei der weiteren Ausarbeitung von Reglementen durch das BAK und die Pro Helvetia und ein regelmäßiger institutionalisierter Informationsaustausch zwischen BAK, Pro Helvetia, Kantonen, Städten und Swisskultur. Der Wunsch wurde bei Herrn Burkhalter deponiert und durchaus positiv aufgenommen. Wir hoffen, dass das kein leeres Versprechen war. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und darf Frau Amstutz, Präsidentin des Schweizerischen, bitte Direktorin, Entschuldigung, des Schweizerischen Städteverbandes, herzlich auf die Bühne bitten, um ihr Statement vorzutragen.